habe zum Geburtstag wünscht mir immer zuallererst Gesundheit. So, also ich wünsche der Hertha, dass sie gesund bleibt. Und ja, dass er diesen, wie ich finde, tollen Weg, den die Hertha eingeschlagen hat, irgendwann mal in dieser Stadt vielleicht dann auch, dass dann auch gewertschätzt wird. Ich finde die Atmosphäre in diesem Stadion auch heute gut, aber wenn es voll ist, ist er nochmal ein Ticken besser. So, und das würde dem Verein natürlich total helfen. Also das wünsche ich ihnen, dass sie das Stadion öfter voll kriegen. Dann glaube ich, können sie auch den nächsten Schritt machen. Oder sie würde leichter fallen. Machen können sie es auch so, aber dann würde er leichter fallen. Es ist ein Haufen Arbeit vor uns und wo wir stehen, ist mir auch völlig wurscht. Also das, was ich heute gesehen habe, hat gereicht, um 3-0 zu gewinnen. Ich habe gesehen, dass im ersten Halbzeit die Halbräume nicht zu waren. Deshalb konnte da halt relativ häufig reinspielen. Wir haben Alberto Moreno zu häufig alleine gelassen. Wir haben dafür gesorgt, durch falsches Positionierung im Mittelfeld, dass Phil Coutinho zu viel mitverteidigen musste. Aber lag auch an nicht nur an der Qualität von Hertha, sondern auch oder von Mitchell Weiser im Speziellen, sondern eben auch daran, dass wir die Jungs alleine gelassen haben. Und da gibt es einen Haufen zu verbessern, aber es ist wie in der Vorbereitung immer, ich muss das nehmen, was ich kriege und mit dem kann ich heute relativ gut leben. Dieses Spiel war ein Jubiläumsspiel, kein Punktspiel. Wir haben noch 2,5, 3 Wochen und dann müssen wir unsere Frische finden und auch ein bisschen agil und auch gegen die Ball auch mehr Sprint, auch mehr Speed zu zeigen und dann wird die nächste Schritte da sein.